Ich weiß, ein gar seltenes Bild, Jen, unter freiem Himmel, weil ich immer nur zu Hause hocke und immer nur irgendwas von zu Hause mache. Aber es ist mal wieder soweit, ich kann mal wieder vloggen, denn ich bin dieses Wochenende in Leipzig auf der Kaktus. Und zwar als Privatbesucher, da habe ich doch richtig Bock drauf. So, auf jeden Fall, Kaktus ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob das von der DreamHack abstand, ich bin mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall die zweite Messe, die erste war letztes Jahr, 2023, wir haben jetzt 2024, also die zweite Messe. Und ist eine kleine, süße Gaming-Messe und wir gehen auf jeden Fall erstmal rein, wir müssen erstmal rüberlaufen. Auf jeden Fall ist es ein bisschen windig, wir haben dezente, ich weiß gar nicht wie viel Grad Celsius, wir haben 17 Grad Celsius und deswegen laufe ich auch in T-Shirt rum. Nein, eigentlich laufe ich ein T-Shirt rum, weil ich meine Jacke vergessen habe. Das ist übrigens das letzte Video, was ihr von mir seht, mit braunen Haaren. Ich finde, das sollte auch das letzte bleiben. Yeah. Das ist übrigens für mich sehr nostalgisch, weil ich bin jahrelang auf die Leipziger Buchmesse gegangen, als ich noch in Leipzig gewohnt habe als Cosplayerin. Und ich erinnere mich an eine sehr volle und schwitzige Glashalle. Jeden Tag 10 Stunden Kostüm, vorher 3 Stunden fertig machen, Kontaktlinsen, die deine Augen austrocknen. Das war auf jeden Fall auch sehr schön. Mache ich auf jeden Fall nie wieder. Manchmal, wenn man so läuft, hat man dann auch so schöne Punkte, wo es dann auch schön ins Gesicht scheint, dass man so Model-Shots machen kann, während man gerade durch die Messe läuft. Und wenn man vorbei ist, ist das Licht wieder kacki. Also zu filmen hier drin, muss ich ehrlich sagen, ist nicht so geil. So, in der Red Bull Area angekommen. Hier ist dann die Verpflegung. Es gibt richtig lecker Essen. Ich zeige euch mal, was es hier so gibt. Wir haben hier Chia Rainbow Bowl, Obstspieße, Melonsalat, Philly Berry Donut. Und ganz viel süße Sachen. Und hier haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir auch, oh, ich bin noch so Anfänger mit der Kamera, Leute. Und hier ist ganz viel leckeres Essen. Ja, das werde ich mir gleich alles schön gönnen, während ich dabei Papa Platte ins Gesicht gucke, natürlich. Ich möchte jetzt jemanden filmen, aber wir brauchen erstmal Licht. Ja, also, wir brauchen Licht. Wir brauchen Licht. Komm, wir holen uns Licht. Komm, wir holen uns Licht. Ja, ja, warte. Warte, jetzt drehe ich. Ja. Wow. Das ist der schönste Shot in dem ganzen Video, safe. Hallo Leute, ich bin behindert. Ist das möglich? Sagt man das? Sagt man nicht mehr, ne? Aber ich, wenn man selber betroffen ist? Ich weiß es nicht. Hallo Leute, ich bin eingeschränkt. Na, ist es denn? Also das ist eine gute Frage. Ist bezeichnet? Weiß ich nicht. Kommentare sagen das bestimmt. Ja. Wie geht's dir? Toll. Wir hatten eine schöne Crash-Team-Challenge gehabt. Arthur ist im Verliererteam gewesen. Aber Arthur war ganz oft Erster, weil ich ihn nicht weggerammt habe. Hast du gesehen, wie oft ich Erster war? Hast du gesehen, wie viele Punkte ich insgesamt gemacht habe? Wie viel, weißt du? Sehr viele. Hast du gecarried? Ich hatte 2 Runden mit 47 Punkten. Das ist die Höchstpunktzahl. Und auch andere Runden waren dabei. Seit wann bist du hier bei Kaktus? Stündchen. Echt? Ich bin am Stündchen. Du bist hier schon vorher hingefahren. Ich habe erfahren, dass es ist wegen Family. Nee, es ist, weil ich heute Nacht gesagt habe, kein Stau. Und geil, 2 Stunden Auto. Du bist Stau. Und heute Morgen um 8 Uhr aufgestanden und joggen gewesen. Nee. Im Wald. Das finde ich scheiße. Du dumme Kack. Ich war heute Morgen wirklich joggen. Nee, finde ich gut. Ich habe mein Leben im Griff. Ich fang gerade an. Ich trinke heute Abend auch nicht. Du trinkst heute Abend auch nicht, ne? Natürlich. Auch joggen gehen kann. Das ist super cool. Hallo meine Lieben, ich bin's, Jen. Ich bin hier gerade auf der Kaktus und freue mich auf die nächsten 2 bis 3 Tage, die ich hier zusammen mit den ganzen anderen Leuten, Creatern und vor allem mit meinen Zuschauern verbringen kann. Ich hoffe, dass ich eine gute Zeit habe und dass wir alle ein bisschen Spielspaß und Freude genießen können. Also wenn euch vielleicht dieser Vlog gefallen hat, dann Daumen nach oben, kommentiert schön und haut auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich liebe euch, Kussi. Was machst du heute hier? Wir machen heute Stuff. Wir haben gleich ein Spiele-Event. Auf der Bühne bist du? Ja. Sorry, mit anderen coolen Leuten. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Was, stimmt das? Ja. Oh mein Gott, wir haben schon gewonnen. Also, ist das schon ein Punkt? Wir machen gerade irgendwie so eine Minigame-Show und ich chill hier rum. Und der chillt hier auch rum. Chillig. Ja. Paul, das sind Beauty-Shots. Mach bitte Beauty-Shots rein.
Wenn wir mit dir gehen, dann trainieren wir. Wir haben ein paar Streamer. Das ist das Liebe. Das ist ein Beauty-Shot für meinen Vlog, ja? Ja, danke. Ja, oh mein Gott, das sieht so gut aus. Wow. Hello. Noch ein Beauty-Shot. Unangenehm kann ich. Ich bin jetzt in der Red Bull Area und esche eine Mango-Kokossuppe. Es ist so unfassbar entspannt, weil ich muss quasi gar nichts machen. Ich bin quasi hier, ich laufe rum, ich sage den Leuten Hallo, ich gucke mir die Stände an, ich mache Bilder und ich mache nichts. Das ist so geil. Leute, ich glaube, ich gewöhne mich da dran. Ich mache nie wieder irgendwas auf irgendwelchen Messen. Super entspannt. Ich würde auch sagen, heute ist ja der Freitag und es ist halt echt leer. Also es ist wirklich sehr überschaubar, also richtig dolle. Kaum Leute, es sind halt wenig Leute da. Es ist kein Gedränge oder so und es spielt sich halt alles in einer Halle ab. Es gibt noch eine andere Halle, das ist die LAN-Area. Vielleicht gehe ich da später nochmal hin oder morgen und zeige euch das, wie es da aussieht. Es ist aber sehr dunkel da drin, also ich muss mal schauen wegen Film. Ich muss allgemein ein bisschen gucken, weil es ist echt überall extrem dunkel. Es ist gerade Glück, dass ich hier so Licht habe. Ich zeige euch das mal. Guck mal hier, warte. Da ist das Licht. Deswegen bin ich gerade ein bisschen angeblendet. Ich esse jetzt erstmal mein Dippchen. So, ich habe jetzt entspannt meine Suppe gegessen. Und dann stört mich Lola. Wisst ihr, diese Streamer, die sind so nervig. Guck mal hier. Keine Manieren. Ich sitze hier und dann guckt euch das an. Da wird man mit dem Stream belästigt. Ungefragt hier und dann wird hier gegessen und in mein Ohr geschmatzt. Junge, ich kann das alles nicht. Was soll man da noch sagen, ne? Vor allem hat mir Jen vorhin noch erzählt, ey, ich war vorhin in der Red Bull Lounge, bevor ich gestreamt habe. Da waren so viele Streams, da hat man gar nicht meine Ruhe. Ey, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also, es war vorhin und dachte ich mir, okay, ein bisschen zurückziehen, cool. Aber es ist halt, ist okay. Aber wenn hier 6 Streams sind, oder 7 waren das, und du weißt, das sind keine Ecke. Dann hältst du jetzt erst recht deine Ruhe und dann komme ich jetzt wieder hier rein und wieder mit dem Stream belästigt. Dann setzt du mich auch noch direkt neben sie. Nein, aber soll man dann noch sagen. Es ist ein Ort. Ich frage mich, wie gefällt es dir, weil es ist so ein riesiger Unterschied zwischen Gamescom und Kaktus. Ich vergleiche das sehr gerne. Ich vergleiche auch gerne. Warum? Also was magst du mehr? Ich finde, beides hat seinen Charme. Ja. Gamescom ist natürlich geil, weil es riesig ist und alle sind da und es ist total crazy und wild und wuselig. Ja. Aber es ist auch wieder ein Nachteil, weil es ist total crazy, wild und wuselig. Hier hat man so ein bisschen mehr so Safe Space, man hat seine Ruhe und ja. Also beides ganz cool dafür auf der Gamescom. Es gibt alles und super viele Stände, viel zu sehen. Aber ja. Wie so ein kleines Mini-Klassentreffen hier. Genau, hier ist so ein bisschen so wie so ein nettes Get-Together. Ja. Und Gamescom ist so wie die große Klassenfahrt, Stufenfahrt. Stufuso. Ja. Aber wie ist für dich so der Vergleich? Entspannt. Ja. Also super entspannt. Es halt, macht mich so müde hier. Es läuft nicht so aus. Weißt du, was mir einfällt? Was ist? Wir haben uns letztes Jahr hier zum ersten Mal kennengelernt. Das stimmt, du hast hier gestreamt. Genau, in der Red Bull Lounge. Und ich kam zu dir. Mhm. Ich glaube, ich habe dir ein Kompliment gemacht. Ja, genau. Wir haben noch nie miteinander gesprochen. Nee. Ich kannte sie so vom Sehen, aber wir hatten noch nie irgendwie einen Berührpunkt. Ja. Und dann kam sie zu mir. Irgendwas, mein Darling, so, oder du bist so eine tolle Süße. Ja, ich bin so gespannt. Und ich so, oh, wie süß, das ist ja eine Liebe, die Jen. Ich dachte immer, die ist voll abgehoben. Nein, Spaß. Nein, dachte ich nicht. Das denken aber einige. Echt? Ja. Bei mir auch. Krass. Ja, ich weiß auch nicht warum. Dabei sehen wir doch gar nicht so aus, ey. Und bei mir haben sie recht. Das war Kaktus Freitag. Ich gehe jetzt. Ich mache jetzt so meine Hand an die Kamera. Wenn ich halt wieder wegnehme, ist Samstag. Ist grad. Wie versprochen, natürlich Tag 2 heute der Kaktus, wie schön. Ich habe einfach mit dem Finger geschnipst und der Tag ist so schnell vergangen. Die Nacht war so schnell vorbei. Ich war sehr früh geschlafen gewesen. Ich war auf keiner Party. Und 22 Uhr bin ich auch in das Schwimmerland eingetreten. Aber jetzt gehen wir natürlich rein in den chilligen Samstag. Heute ist ein bisschen voller wahrscheinlich. So, wir sind jetzt hier an diesem Streamplatz angekommen. Und so sieht das Ganze von hier hinten aus tatsächlich. Also hier sind so die Plätze. So. Und die Leute, die sind alle hier vorne. Ich bin sehr gespannt. Warte, ich zeige euch das mal. Also hier ist immer der Monitor. Da seht ihr nochmal, was hier passiert. Und es ist irgendwie so, also egal wie lange ich streame, ne? Ich muss wirklich sagen, egal wie lange ich streame, es ist trotzdem immer wieder irgendwie komisch, wenn man streamt. Und du hast Leute, die direkt vor dir sitzen und dich halt so beobachten und so, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, ich glaube, das ist was nie für mich selbstverständlich sein wird.
Ich möchte euch übrigens mal das wundervolle Team in der Nerdstar zeigen, denn ihr müsst euch vorstellen, es gibt immer so Produktionen. Produktionen sind immer hinter der Bühne, die seht ihr gar nicht. Aber das spielt sich so unfassbar viel ab und deswegen zeige ich euch mal jetzt, wie das eigentlich so dahinter aussieht. Tatsächlich sieht das dann so aus, also die Leute, die haben hier unfassbar viele Bildschirme, die gucken, dass hier alles läuft. Hier wird der Ton gemacht, hier wird auch dann mit den Leuten auf der Bühne gesprochen. Jetzt machst du super. Und ja, die sind alle dafür zuständig, dass hier alles funktioniert. So, wenn man dann hier rausgeht, läuft man auf einmal Linda ins Gesicht. Hallo. Schön, dass du nah gerade. Ich war ganz gut. So, und jetzt reden wir und wir sind weg. Das ist ja drin, das ist ja zwei Stunden, dann weiß natürlich nicht, wer noch der lang ist. Ja, jetzt ist. So, wir betreten jetzt mal die sage und schreibe 24 Grad Celsius und spüren sie auf unserer Haut. Asta macht den Vortritt. Oh, Alter, ist das warm. Oh, die 24 Grad prasseln. Das ist das erste Mal, dass ich Sommer erlebe gerade. Du glitzerst auch ein bisschen. Echt, das ist mein Schweiß auf der Stirn. Kannst du das wegeditieren? Paul, kannst du das glitzernd machen, dass er aussieht wie so ein Vampir? Nein. Hier haben wir Adam bei der Arbeit. So sieht das hinter Adam aus übrigens. Da ist dann so die Kamera und so. Und er ist dabei. Finde ich echt eklig, ganz ehrlich, ey. Aber das war's auch schon. Also Feierabend schon für mich. Weißt du, willst du noch was sagen? So krass, hier kriegt jemand. Hier kriegt jemand, ne? Das ist so heftig. Hier riecht der Das ist so krass. Du kannst, Alter, ich wollte gerade sagen, hier riecht der Kiff. Du läufst durch eine Messe und du kannst. Das ist erlaubt, ne? Wäre schon interessant zu wissen, weil wenn das wirklich der Fall ist und du darfst, dann, boah, wie wird dann die Gamescom aussehen? Oder riechen, ey. Also hinter Halle 9 geht richtig ab, ne? Ja, Halle 8. Ach, nicht 9? Es war immer 8. Es war 9. Es war immer 8, Jen. Es war immer 8. Wirklich jetzt? Ja, na klar, du kennst ja nicht mal die Insider, so bleib immer aktuell, wirklich. Du bist doch eine, die in diesem Biss tätig ist. Ja? Aber nächste Halle 8. Ey! Also es war 8. Also 8. Ja, du hast aber 9 gesagt. Ich habe 8 gesagt. Wo laufen wir eigentlich hin? Richtung Sonnenuntergang. Okay. Guck mal, ich stehe unter so einem schönen Baum. Ich kann nicht filmen. So einen schönen Baum. Schön. Oh, Marcel, warte! Bleib mal stehen. Guck mal. Oh, das sieht. Oh. Oh. Wow. Der Frühling. Ah. Ey, ich will das auch. Ich will das auch. Und dann noch mit diesem japanischen Schriftzug, okay. Ja, wir laufen jetzt in die Innenstadt. Das ist übrigens die Uni. Es gibt ein Videospiel, da sagen die Leute immer, dass die sieht so aus wie in dem Videospiel. Kennst du das? Okay, ich weiß es nicht. Okay, ja, Kommentare. Ach, schade, dass es gerade bebaut wird. Hm. Wenn ihr mal in Leipzig seid und ihr wollt richtig geil essen, dann müsst ihr hoch auf den Panorama Tower gehen, by the way. Da gibt's richtig geiles Essen. Was sagst du? Man kann ja mal gucken. Wie teuer ist das? Steht am Preis? Nee, ah, 300 nur 300 Euro. Doch sehr viel. Das ist wirklich sehr viel. Aber man kennt es nicht anders. Ja, yeah. Das ist er. Das ist er. Also passt das. So, jetzt ist der schöne Hauptbahnhof. Ich frage mich übrigens, da hinten ist so ein Park, der war mal voll mit Dealern. Also frage mich nicht, warum ich das weiß. Ich weiß es. Ich frage mich, ob die da immer noch sind. Real Talk. Und ehrlich, das kriege ich, aber in Japan kriege ich das für den halben Preis. Bin ich ehrlich. So, jetzt wird was gesnackt. So unfassbar weird, in Leipzig zu sein. Also halt auch so die Stadt jetzt mitzunehmen und so. Und halt hier geboren. Und ich glaube, ich habe, wie lange habe ich hier gelebt? 26 Jahre oder 27 Jahre. Also es ist so schönes Wetter, es sind einfach 25 Grad, es ist so, so schön. Ich muss ehrlich sagen, ich enjoy das ein bisschen. Wie findest du das jetzt? Das hier? Ja. Wie findest du die wunderschöne Aussicht?
Überlegst du mal. Könnte auch Brandenburg sein.